Ich bin eine Selbermacherin. Das macht Ja. es mal besser. Wie man Ja. sich das manchmal so ganz leichtsinnig denkt, wenn man irgendwo was sieht und sagt, ach, das kann ich auch. Ja, ich habe angefangen und ich habe 2 Jahre lang Bindenprobe genäht. Ja. Und ich hatte damals auch noch Zyklusschwierigkeiten. Ich habe fast Ja. dauergeblutet. Also ich konnte richtig gut testen. Okay. Also sozusagen dreimal so viel wie sonst. Ja. Und ich habe immer wieder genäht und wieder in die Hose gelegt und geblutet und wieder genäht und habe verschiedene Materialien, Formen, alles Mögliche ausprobiert. Und nach 2 Jahren war fast die perfekte Binde fertig, wie sie heute auch noch ist. Und ich dachte mir, wow, das ist so ein gutes Gefühl in der Hose. Ich wünsche mir das für alle auf der ganzen Welt, weil ich finde, das ist echt lebensverändernd, ein gutes Gefühl in der Hose zu haben. Ja. Jetzt war das aber so, dass ich nicht über Periode und Monatshygiene reden wollte damals, also jetzt vor 10 Jahren, 10, 12, 13 Jahren. Das war eine echte Herausforderung. Also ich habe mich total früher geschämt, Binden einzukaufen. Ja. Also kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber Nee, wenn man dich kennt, kann man sich das nicht mehr vorstellen. früher fand ich das ultra peinlich. Es war Ja. echt, für mich war es echt schlimm. Ja. Ja, und irgendwie wollte ich jetzt dieses Produkt in die Menschheit bringen, aber ich wollte eigentlich nicht drüber reden. Aber irgendwie bin ich da so reingerutscht und habe das tatsächlich gut geschafft. Und jetzt rede ich am allerliebsten über Periode und Monatshygiene. Ja.